Der Hafenkommandant lehnte jede Hilfe und Unterstützung für die fremden Seeleute ab. Er verbot die Reparatur der Schiffe und verweigerte sogar Lebensmittel. Mendanya und seine Leute, die den Hunger, die Angriffe der Eingeborenen, die tückischen Tropenkrankheiten und sogar den mörderischen Hurrikan überlebt hatten, waren fassungslos. Sie, die glaubten, wie Helden empfangen zu werden, wurden abgewiesen wie lästige Verwandte. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Anker zu lichten und mit den ramponierten Schiffen erneut in See zu stechen. Nach beschwerlicher Fahrt in südlicher Richtung gelangten die Überlebenden der Expedition zum Pazifikhafen von Realja im heutigen Nicaragua. Aber merkwürdig, auch hier wiederholten sich die Unfreundlichkeiten, die die Seeleute bereits in Colima erfahren hatten. Aber diesmal war der junge Mendanya entschlossen, sich nicht mehr weiterschicken zu lassen. Seine zu Tode erschöpften Mannschaften waren mit ihren Kräften am Ende und die Schiffe in einem derart erbärmlichen Zustand, dass eine Weiterfahrt völlig ausgeschlossen war. Der junge Kommandant kratzte sein letztes Hab und Gut zusammen. Vielleicht steckte ihm auch eine wohlhabende Witwe der Hafenstadt, deren Herz er in einem Akt der Verzweiflung im Sturm erobert hatte, eine beträchtliche Summe zu. Jedenfalls gelang es ihm, die notdürftigsten Reparaturen durchführen zu lassen und weiter zu segeln, nach Süden, in die Heimat. Endlich, nach weiteren 30 Tagen auf See, lief die einst so stolze Flotte im peruanischen Callao ein. Es waren Geisterschiffe, die nach langer Reise an der Mole anlegten. Auch die Heimat empfing die kühnen Seefahrer keineswegs mit offenen Armen. Zerlumpt und heruntergekommen, ausgezehrt und krank, waren die Helden ärmer zurückgekehrt, als sie ausgezogen waren. Weder Silber noch Gold, Edelsteine oder irgendwelche Gewürze konnten sie vorweisen. Die Besatzungen wurden wie Aussätzige behandelt. Niemand wollte etwas mit diesen Gestalten, die in den Spelunken der Stadt haarsträubende Geschichten von wilden, tätowierten Menschenfressern erzählten, zu tun haben. Es glaubte ihnen ohnehin keiner.